Ja, grüß Gott, liebe YouTube, sehe heute der zweite Teil auf der Herbstmesse. Da sind wir jetzt bei der Abteilung der Taschen gelandet. Grüß dich, Hanno. Ja, hallo, grüß dich. Und das, was hätten wir da jetzt mit Taschen? Was machen wir da? Ja, das ist immer Filztaschen mit so Filzbänden, Sprüchen, so Lagerfeld, Herzen, Barfuß und alles mir. Da haben wir heute verschiedene Größen. Das ist die Karre. Das ist die Karre. Filztasche, ja. Das ist der Messehit. Das Messehit. Ja, schaut gut aus. Schau, gell? Wie lange braucht ihr das? Ja, das dauert schon ein bisschen. Aber das war etwas für dich, ha? Ja, ich habe schon eine Tasche gehabt. Also, du brauchst keine andere Tasche. Das ist schwarze Dramatik, das ist alles hier. Wir haben da noch eine neutrale, mit Lebensrahmen, mit Pusteblume. Wie gesagt, liebe Zuschauer, sind hier alles. Hier und dann bitte kommen. Morgen noch von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Hallo, und ich bin auch da. Aha, du bist schade, ja. So, hier auf der Messe, der Stand von der Feuerwehr ist hier auch ausgestellt. Schon ein Video, oder? Machen wir, ja. Ich habe alle meine Videos, das ist original. Machst du gut. Jetzt ist die Katrin ja schon in Rente, aber unser momentaner Topstar ist die Graf Bier, die sich letztes Jahr für EM 21 oder 23 nominiert hat. Judo kommt aus Japan und Japan ist ein sehr traditionreiches Land. Da begrüßt man sich immer mit einem Re, mit einer Verbeugung. Ganz am Anfang vom Training wird immer ein bisschen eingelaufen. Also, los geht's. Über die Matte. Und Arme kreisen. Sieh mal, wie viel draufsteht. Hast du schon mal ausprobiert? Wenn wir für Drama und Viere, Führer schon bescheid, dann ein bisschen mehr Schummel, ja? Kann ich mich dazu bewegen? Ja, ich stehe gleich dazu. Tanzen. Ja, wir machen gleich eine dritte Bankstellung dazu. Oi. Glück gehabt. Jetzt bitte nur noch drüber rollen, wenn man sich auch traut.
Christian. Super. Eine letzte probieren wir noch. Warum ihr fragt, wenn ihr alle verschiedene Gürtel herum haben? Umso besser man wird, umso farbiger wird der Gürtel. Man startet mit dem weißen Gürtel, danach kommt der gelbe Gürtel, danach der orange Gürtel, der grüne Gürtel, der blaue Gürtel, der braune Gürtel. Und dann quasi der Meistergrad ist der schwarze. Fragt, warum das so ausländisch klingende Namen sind? Eben, ich rede die ganze Zeit Japanisch, weil die ganzen Begriffe beim Judo sind Japanisch. Beitrag. Bis später.